Hey Leute, hier ist wieder Mr. Kurab mit einer neuen Gamers Week. Ist wieder so einiges passiert diese Woche, wir hatten gerade erst die Game Awards von Jeff Keighley und entsprechend fangen wir da auch direkt an, mal kurz kleines Recap meiner Highlights an sich erstmal. Show war ganz nett, hatte einen schönen schnellen Start, hat aber meiner Meinung nach ziemlich schnell Tempo verloren. An sich erstmal so hier die Highlights, die mir am besten im Gedächtnis geblieben sind. Ein Batman-Spiel von Telltale. Was muss ich sagen? Telltale hat gezeigt, dass sie, wenn es um Storytelling geht, einfach unheimlich gut sind. Ich liebe die Tales of the Borderlands-Reihe, die ja auch erst in den letzten Jahren bei Game Awards angekündigt wurde. Batman ist sowieso awesome, also Batman plus Telltale kann eigentlich nur geil werden. Ich freue mich. Erstes Gameplay-Material zu Far Cry Primal. Sieht definitiv interessant aus, speziell diese ganze Tier-10-Mechanik. Ich bin immer noch ein bisschen skeptisch, weil es ist immer noch fraglich, wie viel mehr kannst du denn noch reinpacken, speziell für jemanden wie Ubisoft, die mal 70.000 Features extra neu in ihr Spiel packen müssen. Da kannst du dann ziemlich schnell in so die sehr verklatschte, verdrehte Region gehen, wenn die sich dann nicht zurückhalten. Andererseits, es könnte auch cool werden, aber ja, erneut sieht sehr cool aus, erneut bin immer noch sehr, sehr skeptisch, was damit rauskommt. Wir bekommen ein Psychonauts 2, und zwar durch Crowdfunding, hat Tim Schäfer selber angekündigt, auf jeden Fall eine coole Sache, vor allem, weil es nicht über Kickstarter oder Indiegogo geht, über die typischen Seiten, sondern über Fake, eine Seite, auf der die Leute das Spiel nicht unterstützen, sondern auf der sie in das Spiel investieren, was im Grunde heißt, dass sie am Ende selber mitverdienen. Dabei wurde auch direkt bestätigt, alles restliche Geld, was wir mehr brauchen, geben wir selber dazu, beziehungsweise wir bekommen es von anderen Investoren dazu. Es sieht auf jeden Fall erstmal interessant aus. Quantum Break, kurzer neuer Trailer und dazu endlich mal ein klares Release-Datum, 5. April 2016, hat lang genug gebraucht. Dann, da war auch zwischendurch etwas sehr, sehr Schönes. Greg Miller wurde zum Trending Gamer gewählt. Ist nett, Glückwunsch an ihn. Viel wichtiger ist die Rede, die er gehalten hat und die empfehle ich jedem, sich mal anzuschauen oder zumindest durchzulesen, denn er hat etwas gesagt, das lange überfällig ist. Er hat den Entwicklern gedankt, nicht den großen Bekannten wie Hideo Kojima oder Masahiro Sakurai oder Cliff Bleszinski, sondern all denen, die wir höchstens als kleine weiße Namen am Ende des Spiels über den Bildschirm rasen sehen und die wir uns nie merken. All den Leuten, die keiner von uns kennt, die immer im Schatten dieser Giganten stehen, diese Tausende von Leuten, die mithelfen, diese Spiele zu erschaffen und ohne die keines dieser Spiele jemals rausgekommen wäre und die keiner von uns jemals bedenkt, wenn wir über diese Spiele reden. Und gerade als jemand, der selber gerade in die Game-Industrie einsteigt, der gerade selber lernt, was es heißt, ein Entwickler zu sein, war das schon echt was anderes, was Wichtiges. Und schön, das mal so zu hören. Ebenfalls sehr schön zu hören war der Tribut an Satoru Iwata, den es auch gab, von sowohl Jeff Keighley als auch Koichi Fisame. Wir haben da noch einmal einige sehr schöne Worte über einen ganz außergewöhnlichen Mann gesagt. Weiter bei den Ankündigungen gab es da noch Rockband VR, also neues Rockband-Spiel für Oculus. Nicht unbedingt meins, war nie ein großer Fan der Reihe, aber sieht sehr cool aus, sieht sehr interessant aus, zeigt nochmal schön, wie Oculus bekannte Erfahrungen nochmal vollkommen auf den Kopf stellen kann. Und große Überraschung, Metal Gear 5 hat einen Award gewonnen. Und noch größere Überraschung, Hideo Kojima durfte ihn nicht annehmen. Hat Jeff Keighley 1:1 direkt auf der Bühne gesagt, ja, Konami hat extra einen Anwalt zu Kojima geschickt, der ihm gesagt hat, nein, es ist dir verboten, diesen Award anzunehmen, das darfst du nicht, sonst verklagen wir dich. Deswegen musste der jetzt von einem der Synchronsprecher hinter dem Spiel angenommen werden und Kojima durfte das nicht. Übrigens erst ein paar Tage vorher hat das Spiel einen anderen Award in Japan gewonnen und auch da durfte Kojima den Award nicht annehmen, da hat es irgendjemand anders von Konami gemacht, also einzig, ich habe über Konami und Kojima schon so oft geredet, das muss ich jetzt nicht mehr tun, aber ja, das zeigt nur, wie es da wirklich aussieht. Am Ende den Game of the Year Award gewonnen hat, sehr verdient meiner Meinung nach, The Witcher 3 Wild Hunt. Unheimlich geiles RPG, setzt in vielen, vielen, vielen Bereichen neue Standards und ja, kann sich eigentlich jeder in der Game-Industrie auf jeden Fall mal zum Vorbild nehmen und eine Scheibe von abschneiden. Im Allgemeinen fand ich die Game Awards aber eher durchschnittlich, also es gab nicht viele große Überraschungen. Ich hätte zum Beispiel auch auf noch mindestens eine größere Ankündigung auf Nintendo-Seite gehofft, da gab es gar nichts. Dafür gab es bei denen diese Woche auf anderer Seite neue Gerüchte, speziell zu Nintendo NX. Da wurde an sich erst nochmal drüber geredet und gesagt, dass es auf jeden Fall was anderes sein soll und dass man nach Wii und Wii U, die sich ja zu ähnlich waren, auf jeden Fall einen Schritt weg davon gehen will. Gleichzeitig wurde aber auch betont, dass immer noch für die Wii U entwickelt werden würde, damit da bisherige Käufer, wie ich, nicht am Ende enttäuscht sind.
Und jetzt gibt es auch Gerüchte, dass die Produktion, die Massenproduktion für NX bereits in der ersten Hälfte 2016 anfangen soll und dass Nintendos Ziel 20 Millionen Einheiten waren, die in 2016 vertrieben werden sollen. Das Ganze aber nach Rücksprache mit Zulieferern und Herstellern wohl auf 10 bis 12 Millionen runterskaliert wurde, wobei es hier nicht klar ist, ob das daran liegt, dass die Hersteller dem Gerät nicht mehr zutrauen und glauben, dass es sich nicht häufiger verkaufen kann oder in dieser Zeit schlichtweg nicht mehr Geräte herstellen können. Dazu ist das Nintendo Account System, also der neue Nintendo Account, jetzt in Japan schon gelauncht und Leute können sich da eintragen und registrieren. Für uns beginnt das Ganze im März, das wurde jetzt nochmal klar bestätigt und angekündigt. Ab dann dürfen auch wir in Europa und Nordamerika uns da eintragen und registrieren. Dann werden hier noch ein paar Updates zu älteren News. Einmal wird der Kingdom Hearts 3 bzw. Kingdom Hearts 2.8 Final Chapter Prologue, wie auch immer dieser verdammte Name ist. Im Grunde wurde bestätigt, was ich schon vermutet habe. Kingdom Hearts 0.2, also das neue Kapitel zu Birth by Sleep, wird schon Elemente aus Kingdom Hearts 3 nutzen und in einem ähnlichen Sinn wie Episode Dusk für Final Fantasy 15 und Ground Zeroes für Metal Gear 5 Phantom Pain schon so einen ersten Geschmack auf Kingdom Hearts 3 bieten. Coole Sache, ist man natürlich gespannt, was da am Ende alles drin steckt. Dazu hat Koei Tecmo sich endlich zu Dead or Alive Extreme 3 gemeldet, im Grunde aber nur so den Standard gesagt, nämlich jegliche Kommentare betreffen nur die Meinung der eigentlichen Person und haben nichts mit Koei Tecmos offizieller Meinung zu tun, aber wir bringen das Spiel immer noch nur in Asien raus. Viel mehr wurde dann nicht wirklich gesagt. Es kann sein, dass die Person vollkommen recht hatte und das exakt der Grund war, warum das Spiel nicht zu uns kommt. Es könnte auch sein, dass es vollkommen eine Bullshit war und es ganz andere Gründe dahinter gibt. Das ist immerhin, was sie jetzt gesagt haben. Dann wird dann auch Platinum Games, nachdem sie mit Transformers Devastation ein geliebtes Franchise unserer Kindheit sehr cool zu einem Videospiel gemacht haben, schnappen sie sich direkt das nächste, nämlich Teenage Mutant Ninja Turtles. Es gab keine offizielle Bestätigung, aber auf mehreren Waiting Boards ist da jetzt etwas aufgetaucht, das sich eben Teenage Mutant Ninja Turtles Mutants in Manhattan nennt und wohl auf Platinum Games und Activision verweist. Klingt auf jeden Fall spannend, würde auf jeden Fall ins Schema passen. Und zu guter Letzt, Warner Bros. Games Montreal, die Macher von Batman Arkham Origins, stellen neue Leute ein für zwei AAA-Projekte, die sich darauf fokussieren, das DC-Comic-Universum im interaktiven Bereich auszuweiten. Sprich, wir bekommen weitere Spiele im DC-Universum, ähnlich halt wie die Arkham-Reihe. Das ist besonders interessant, wenn man bedenkt, dass Rocksteady gesagt hat, mit Arkham Knight ist Ende, da ist Schluss. Da haben wir unsere Batman-Geschichte abgeschlossen. Aber es gab ja auch schon genug Gerüchte über Superman-Spiele, über Suicide Squad-Spiele, über Justice League-Spiele, dass da irgendwie irgendwo irgendwas kommen könnte, sollte, müsste. Da ist es nicht wirklich erstaunlich, das jetzt nochmal zu hören. Was genau da kommt, keine Ahnung. Es würde mich nicht wundern, wenn wir bereits auf der E3 nächstes Jahr dort eine Ankündigung sehen. Gespannt ist man auf jeden Fall. Und ja, das war's dann auch schon wieder für dieses Mal. So, willkommen auf meiner Endcard. Hier sieht's aus wie immer. Auf der linken Seite gibt's die letzte Gamers Week, auf der rechten Seite den letzten Gamers Talk. Alle anderen Videos findet ihr oben, da geht's direkt zum Kanal. Den dürft ihr natürlich auch sehr gerne abonnieren. Ebenso freuen würde ich mich natürlich darüber, wenn ihr mir hier einen netten Daumen nach oben hinterlasst. Das hilft nicht nur, die Videos zu verbreiten. Ich sehe auch, was läuft gut, was läuft weniger gut, woran sollte ich arbeiten. Wenn ihr das genauer spezifizieren sollt, lasst mir noch einfach einen kleinen Kommentar da unten da. Egal, ob es Ideen, Vorschläge, Meinungen, Kritikpunkte oder irgendwas anderes, haut's mir da unten rein, ich schaue mir das alles an. Wir sehen uns nächste Woche mit einer neuen Gamers Week, hoffentlich bald in einem Gamers Talk zu Nintendo NX. Und bis dahin, alles Gute und man hört sich. Euer Mr. Kurab.